Heute eine Erholung an den Aktienmärkten, wahrscheinlich durch Mechanik, kurzfristig pessimistische Stimmung, starke Absicherung durch Puts, das hatte ich im ersten Teil des Videos gezeigt. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, naja, klar ist, die Fed wird die Zinsen senken, wie aber geht es dann weiter? Wir haben zunächst mal, wenn wir uns mal die nächsten vier oder die letzten vier Zinssenkungsperioden anschauen durch die Fed, dann sehen wir, naja, ist so eine 50-50-Geschichte. Zweimal ist es gut gelaufen für die Aktienmärkte, zweimal ist es nicht gut gelaufen für die Aktienmärkte. Aber viele sagen, die Fed muss jetzt schnell agieren, sonst kommt eine Rezession. Die Fed ist also in einer schwierigen Situation. Gibt man das Signal, ja, wir rechnen mit einer Rezession und senkt die Zinsen wirklich sehr schnell? Naja, das ist eine schwierige Geschichte, weil eben die Fed noch in dieser Gedankenwelt ist. Es normalisiert sich alles. Man fürchtet also nicht einen Absturz. Deswegen Aussagen auch von Janet Yellen, die gesagt hat, naja, ist doch alles Suche, wir haben ein Soft Landing, ist doch alles gut. Die versucht natürlich auch die Wahlchancen der Demokraten zu erhöhen, denn wenn die Wirtschaft noch sich weiter abkühlt, dann werden die Wahlchancen der Demokraten geringer werden. Ich hatte diese Grafik heute im Videoausblick schon mal gezeigt. Wir haben derzeit ein sogenanntes Bull Steepening bei den Anleihemärkten. Das heißt, die Renditen kürzer laufender Anleihen fallen deutlich schneller als die Renditen länger laufender Anleihen, weil die Märkte eben mit einer starken Abkühlung der Wirtschaft rechnen, dementsprechend auch dann eben eine schnelle Zinssenkung erwarten. Und historisch gesehen ist das Gold und Goldminenaktien, Staples, also langweilige Konsumaktien, dann ziemlich gut laufen, Dividendentitel ordentlich laufen, alles andere dagegen sehr schwach. Schwach ist vor allem eben diese Halbleiterindizes. Das war ja das Muster, das wir in der letzten Woche gesehen haben, als die Halbleiterwerte, also die Semiconductors, die schlechteste Woche seit März 2020, seit dem Corona-Crash hatten. Jetzt sehen wir heute irgendwie ein anderes Spiel wieder. Die Frage ist, ist das eine technische Gegenreaktion oder doch mehr? Das wird sich eben zeigen mit den nächsten Großereignissen. Aber eins sehen wir ganz deutlich, die Konsumenten werden schwächer und kaufen vor allem das, was nur noch irgendwie wirklich nötig ist. Deswegen laufen solche Sektoren wie Consumer Staples gut, laufen solche Sektoren wie Versorger, also Utilities gut, also diese langweiligen, meist dividendenstarken Titel, die laufen gut, während man Risiken ansonsten meidet. Das ist das, was die Citigroup sagt, und die hat ja eine Menge Kreditkarten draußen und kann die Daten sehr gut natürlich dadurch analysieren. Und das Ding ist auch, durch den Eintritt von Kamala Harris in die Wahl oder in diesen Wahlkampf hat sich natürlich die Ausgangslage geändert. Bei beiden wüsste man ziemlich genau, wie es weitergeht. Bei Harris ist das natürlich viel unklarer. Und hier diese Grafik unten zeigte, dass wenn wir praktisch ein Open Field haben, also keiner der Präsidentschaftskandidaten bereits Präsident war, dann steigt die Unsicherheit. Dementsprechend ist normalerweise die Entwicklung der Aktienmärkte schwächer. Man kann jetzt übrigens das erste Mal in der Geschichte der USA legal wetten, wie diese Wahl ausgeht. Das ist das erste Mal, dass das wirklich möglich ist. Das hat ein Richter jetzt kürzlich entschieden. Also auch Sie könnten mitmachen, wenn Sie wollen, und wetten, wer hier wirklich sich durchsetzt. Wenn wir nochmal zum Konsumenten genauer gesagt kommen in den USA, dann sehen wir zum Beispiel Autoverkäufe jetzt, die wir im August gesehen haben, sehr, sehr schwach. Alles verliert, aber am meisten verlieren EVs, also elektrische Fahrzeuge, mit einem Minus von 7,2%. Das ist ja in Deutschland ganz ähnlich. Da sind die Negativzahlen sogar viel größer, weil da die Subventionen ausgelaufen sind. Es muss sich was ändern in Europa. Das hat von der Leyen den Mario Draghi aufgetragen und hat gesagt, Mario, machst du mir eine Analyse? Wo ist das Problem von der Eurozone? Und Mario hat geliefert und gesagt, weißt du, wir brauchen mehr Soldi, wir brauchen mehr Geld, wir müssen Schulden machen, müssen investieren. Wir müssen aufholen, Nachteil, wo wir haben gegenüber der China und gegenüber die USA. Also hat er vorgeschlagen, wir müssen 800 Milliarden Euro jährlich müsse sozusagen investiert werden. Die Frage ist nur, ja, woher kommt denn das Geld? Und die Antwort von Mario ist, die er nicht gesagt hat, aber die natürlich implizit ist, durch neue Schulden. Diese neuen Schulden wiederum sollen abgesichert werden durch eine Schuldenunion, also durch Gemeinschaftshaftung. Damit wäre genau das
Natürlich der Fall, was man immer wieder versucht hat, schon einzuführen. Lindner hat erstmal gesagt, nee, mit uns nicht. Würde es nach den Grünen gehen wahrscheinlich und der SPD würde man sagen, ja, klar, brauchen wir, nicht wahr? Also wir gehen doch gerne in die Haftung. Lindner sagt aus meiner Sicht hier zu Recht, damit lösen wir keine strukturellen Probleme. Draghi hat durchaus sehr gute Punkte angesprochen, wo es hakt in der Analyse des Bestehenden. Aber eben das Lösungsmodell ist das alte Gelddruckmodell. Und die Lindnersche Antwort ist, wir haben Probleme, weil zu viel Bürokratie, zu viel Planwirtschaft der Fall ist. Genau das ist der Punkt übrigens. Wir haben es hier nicht mit planwirtschaftlichem Interventionismus zu tun. Das gilt erst ab 900 Milliarden Euro pro Jahr. Alles, was drunter ist, ist Investment Boost. Ne, meine Damen und Herren, da müssen Sie ganz klar unterscheiden. Vielleicht gucken wir mal nach Argentinien. Da sehen wir nicht nur den bestlaufendsten Aktienmarkt der Welt seit Milei im Amt ist, sondern der hat eben genau das gemacht. Abbau von Bürokratie, Befreiung der Märkte. Wir sehen, dass das ja eigentlich auch Konsens ist oder in weiten Teilen der Wirtschaftswissenschaft als wachstumsfördernd gesehen wird. Aber hier hat das kaum eine Partei so richtig auf dem Schirm. Das ist das Traurige eigentlich. Und jetzt sagt man, naja, was tun? Kann man jetzt ganz schnell die Zinsen senken? Das ist das, was die EZB natürlich am Donnerstag machen wird mit einer 0,25er-Senkung. Aber geht es dann schnell weiter, weil die Wirtschaft nicht auf die Beine kommt? Mario hat, wie gesagt, schon richtige Dinge angesprochen, aber das Lösungsmodell halte ich für schwierig. Denn das Lösungsmodell, das wir ja haben, ist noch mehr Intervention und das ist genau diese staatlichen Interventionen, die erstmal die Energie verteuert haben. Jetzt schlägt die SPD vor, Mensch, dann brauchen wir eine Strompreisbremse für die Industrie. Das ist praktisch der nächste Eingriff wieder, nachdem man den eigenen Eingriff in den Energiemarkt durch eine verfehlte Energiepolitik wieder korrigieren will. Und so jagt eben eine Intervention die andere Intervention. Das haben viele Wirtschaftswissenschaftler ohnehin vorausgesehen, aber das kommt nicht so richtig an. Und ein Problem ist, natürlich die hohe Besteuerung hier in Deutschland und daher lohnt sich viel Arbeiten nicht mehr. Hier sehen wir mal, dass die Arbeitsstunden in Deutschland, die geleistet werden, extrem abgenommen haben, um ein Drittel. Und jetzt derzeit die Lage so ist, dass die Deutschen oder ein deutscher Arbeiter 25% weniger arbeitet als ein Amerikaner. Das ist schon eine Menge Holz. Von nichts kommt nichts, sagt man. Natürlich ist es sinnvoll, effektiv zu arbeiten, aber wenig zu arbeiten und zu erwarten, dass der Wohlstand bleibt, das geht schlecht. Deswegen sagt ja auch der gute Hofreide, naja, wir brauchen ja viel mehr Migranten, nicht wahr? Und deswegen würden ja Zurückweisungen Millionen Arbeitsplätze gefährden, wie er heute gesagt hat. Der gute Herr Hofreide, der ist ja Bayer und der hat leider nicht verstanden, dass wir eben weitgehend eben eine Einwanderung ins Sozialsystem haben und nicht ins Arbeitssystem. Und das genau ist das Problem, während in Deutschland eben Arbeitsplätze jetzt Schritt für Schritt abgebaut werden und gleichzeitig eben die Subventionierung von Leuten wächst, die eben hier zu uns kommen, aber nicht oder teilweise eben oder zu einem großen Teil nicht integrationsfähig sind in den Arbeitsmarkt. Und hier sehen wir, ja, wir brauchen eigentlich in Migration. Hier sehen wir mal, wir haben sehr viel mehr Menschen, die sterben, als geboren werden. Dieser Trend setzt sich fort. Also das ist ein echtes Thema. Demografie ist ein echtes Thema, aber was wir haben, ist eben, wie gesagt, eben diese starke Migration, aber nicht in den Arbeitsmarkt. Das ist das, was Länder wie Kanada etc. ganz anders machen. Da kommst du nicht rein, wenn du nicht irgendwie der Gesellschaft dort helfen kannst. Wir nehmen so ziemlich alles, weil wir sagen, na ja, ist ja so, muss ja so sein. Und so ist typisch, was zum Beispiel der Spiegel hier schreibt. Faeser hat ja jetzt Grenzkontrollen angeordnet und der Spiegel schreibt dazu, die Ampelregierung verschärft ihre Asylpolitik. Faeser hat angeordnet, Schutzsuchende, die illegal einreisen, an allen Grenzen zurückzuweisen. Schutzsuchende. Da ist doch die Frage, wie viel Prozent sind davon wirklich schutzsuchend und wie viel sind schlichtweg Wirtschaftsflüchtlinge? Kann man ja alles verstehen, dass die Leute ihre Lebenssituation besser machen wollen, aber die helfen uns vielleicht nicht. Also es sind nicht alles Schutzsuchende. Das ist, glaube ich, mal wieder so ein Framing, als würde jeder, der irgendwie hierher kommen will, wirklich
wirklich Schutz suchen. Nein, der will vielleicht ganz andere Dinge, der will seine Lebenssituation verbessern oder eben ins Sozialsystem einwandern. Mit diesen Bürgergeldern lässt sich hier wunderbar leben. Und so passt das dazu, was wir heute oder was wir gestern bei der Sonntagsfrage zur Bundeswahl in der ARD gesehen haben, wo die Mehrheitsverhältnisse, naja, sagen wir mal, ein bisschen fragwürdig dargestellt werden. Auch das ist irgendwie so eine Geschichte, wo man das Gefühl hat, naja, irgendwie wird man da veräppelt, irgendwie kriegt man da nicht wirklich die Wahrheit erzählt. Da geht es nicht mehr um Fakten, sondern um ein bestimmtes Mindset, das der Bevölkerung eben verklickert werden soll. Und da bin ich persönlich dagegen. Wenn man irgendwie kritisch denkt, dann sollte man das doch deutlich zurückweisen. Also, das war's erstmal. Ich wünsche jetzt das Allerbeste und will noch darauf hinweisen, auf einen Artikel auf Robert Habeck und die Planwirtschaft. Man weiß es besser. Da zeigt sich das ganze Dilemma des Ansatzes von der derzeitigen Bundesregierung gemacht wird. Das zur Empfehlung neben der Empfehlung, dass Sie morgen wieder reinschauen. Gell? Ich sage Servus, ciao.